Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute, seht ihr das, den Translator ansehen. Also erstmal Unboxing habe ich schon gemacht. Und jetzt geht es ans Hardware-Video. Wir wollen das mal testen und gucken, inwiefern da alles läuft. Ich werde dann auch danach noch ein Hardware-Check-Video machen, wo ich das mit meiner Tochter testen werde. Die hat sich schon ein paar Sätze zurechtgelegt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, aber jetzt erstmal Kamera switchen. So, und schon sind wir am Tisch. Unboxing habe ich ja schon gemacht. Ich habe es aber dann halt weggepackt. Vernünftig alles wieder. Soll ja nicht rumliegen. Und ich habe die Software schon runtergeladen. So, der ist dann hier da. So, ich werde mal die. Hier, diese Fischkarte ist mit bei, wo ich mich am Anfang gewundert hatte. Das sind Fischpunkte. Die brauchen wir. Ich habe 30 Stück. Kann in der Software aber zu Problemen führen. Da müssten sie definitiv was verbessern. Erzähle ich euch aber gleich. Da habt ihr 30 Fischpunkte und 5 Fischpunkte werden etwa für eine Sprache gebraucht. So, dann haben wir eine Entry Card und die Anleitung haben wir hier noch mit dem, was alles mit bei ist. So, ja, farbige Bilder sind hier drin. So, und hier ist dann halt auch die App zu finden. Da kommt ihr auf eine externe Seite. Na komm, pegel dich ein. Da kommt ihr auf eine externe Seite und da könnt ihr auswählen zwischen Android-App oder Apple-App. Und dann geht da dann drauf und öffnet sich alles im Browser. Müsst aber im Handy unbekannte Quellen aktivieren. Ist wichtig, weil es kommt nicht direkt aus dem Google Play Store oder Apple Store. Oder bei Apple weiß ich gar nicht, wie es da ist. Ich habe ja kein Apple. Jedenfalls, ob da eine Anleitung auch mit bei ist, keine Ahnung. Jedenfalls. Ja, und dann halt die Fischkarte freirubbeln und dann kriegt er das. So. Wir haben hier ein schickes Case. Ich zoome euch mal ein Stück runter. Ja. Auch so ein bisschen Klavierlack. Timekettle steht drauf mit den Punkten. Punkt, Punkt, Timekettle, Punkt, Punkt, Punkt. Hier ist der USB-C-Anschluss zum Beladen. Rückseite ist nix, Seiten ist sonst auch nichts. Dann könnt ihr das hier einfach so aufmachen. Ihr habt dann zwei getrennte Hälften. Könnt ihr aber auch zusammen machen. Ihr seid aber auch nicht gezwungen, die jetzt so zu machen, links, rechts. Ihr könnt ihr auch sagen, wir machen die so zusammen, rechts, links. Ja. Rechtes Ohr, linkes Ohr. Und so wieder zusammen. Das ist halt die Rückseite. So. Aber nichtsdestotrotz. Ich lasse das jetzt mal auf rechts, links. Das Anschließen ist eigentlich kein Problem. In der App. Ja, da ist sie. Da wählt ihr dann halt M2 aus. Und dann läuft automatisch dieses Step-Up-Video durch. Wartet, ich gehe nochmal raus, damit ihr das nochmal seht. Ich muss mal ein bisschen rüberschieben. So. Also, so, zack, zack, noch raus, ah, geh raus. So, nochmal die App öffnen. So, da habt ihr praktisch vier Produkte. Das ist auch das Problem an sich, dass diese vier Produkte zusammen in dieser App drin sind, ohne großartige Unterscheidung. Ich habe jetzt die M2, steht hier auch irgendwo hier drauf auf dem Karton, da. Timekettle M2. Ja? Das sind die, die ich habe. Es gibt auch noch die WT2 Edge und die WT2 Plus Edge und dann halt diese Zero-Ding zum Anschließen. Wie jetzt einfach M2. Und hier oben haben wir dann eine Anleitung, wie wir das anschließen sollen. Step 1, aufmachen, rausnehmen, dann leuchten die so. Man muss Bluetooth anmachen. Ich habe vergessen, doch, den Bluetooth habe ich schon angemacht.
Bluetooth an, obwohl da das Symbol war nicht für Bluetooth, das war halt ein Leuchtsymbol, warum auch immer. So, Pern. Also warum man da immer dunkel und immer hell ist, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, die sind dann gepairt. So. Step 2, F4. Wir sollen die App öffnen. Und die müssen entkoppelt werden. Warum? Ich kann es euch nicht sagen. Also das ist für mich ein total unlogischer Schritt. Ich hole die jetzt hier mal raus. So. Da steht das, seht das? Bei mir sind sie jetzt schon entkoppelt und die haben auch verschiedene Namen. Der eine heißt 2D08, der andere 8B79. Beide haben jetzt, nee, einer hat 100%, der andere hat 97% Strom. Warum ich, wenn die so gekoppelt sind, warum die nicht funktionieren? Weil so dachte ich, eigentlich sind die im gekoppelten Modus, also praktisch beide. Ich stecke mir die ins Ohr und mache dann halt Translator über Handy oder so. Ja, also das ist für mich total unlogisch mit dem Kettensymbol. Wir müssen die halt jedenfalls die Ketten sprengen. So. Bestimmen Sie und dann haben wir halt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ein Lernprogramm mit bei für Englisch, was eigentlich so ganz cool aufgebaut ist. Und dann haben wir verschiedene Sachen. Einmal berühren. Das heißt, wenn wir die grüne Sprechblase. Ihr seht, so, da, wenn wir, ihr seht bei euch nur einen grünen Punkt, aber sie ist eine Sprechblase. Wenn wir die berühren, dass er dann was macht, dann haben wir den Hörmodus, da ist er die ganze Zeit an und hört, was wir machen oder sagen und dann kann man dazwischen hin und her schalten, zeige ich euch alles. Dann haben wir Aussprache, aussprechen und dann haben wir Chat und dann üben sie unterwegs. Ja, üben ist dann unterwegs, ist dann halt auch nochmal die Aussprache üben und so. Wir fangen erstmal bei Berührung an. So, hier wird es dann auch nochmal in einem kleinen Fenster erklärt. Ihr könnt da auch hier unten sagen, das wollen wir jetzt nicht mehr sehen. Ich werde das mal, werd nochmal ranzoomen weiter. Ich hoffe, das sieht man vernünftig im Handy, im Bildschirm. So. Jedenfalls haben wir dann hier so ein blaues Fenster und da sagen wir einfach so. Und dann haben wir praktisch die Felder, die wir anklicken können, wer halt jetzt was sagt. Ja. Also das ist Englisch, das ist Deutsch. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, habt ihr hier oben auch so ein Feld, da könnt ihr dann halt, da könnt ihr so, könnt ihr drauf drücken und dann könnt ihr halt Deutsch, Englisch die Partner tauschen. So, wie im Translator. Jetzt ist oben Deutsch, unten Englisch. So, jetzt ist wieder unten Deutsch, oben Englisch. So. Da habt ihr dann auch Abbildung von den Kopfhörern mit dem Namen des Kopfhörers, was sehr verwirrend ist. Gott sei Dank haben sie L und R noch dazu geschrieben. Rechts ist jetzt Englisch, links ist Deutsch. So, ich werde euch das jetzt mal vormachen. So, das ist der rechte und das ist der linke. So, wartet. Dafür zoome ich mal ein Stück raus. So, damit ihr die Kopfhörer so seht. Und wenn ihr jetzt hier praktisch hier der Englische. Warte mal, war doch, oder? Ah ne, rechts war Englisch. Entschuldigung. Der rechte war Englisch. Habe ich auf die falsche Seite gepackt. So. Jetzt ist der Englische an. Dass der Englische praktisch aufzeichnet. Jetzt wollen wir aber hier Deutsch. So, jetzt habt ihr falsch genommen. So, jetzt das ist jetzt auf rechts. Und wenn ich jetzt den linken drücke hier, ne, Doppelklick.
So, jetzt wechselt er halt zum linken. So, dann haben wir auch noch den Hörmodus. Das dient das Handy praktisch. Hier ist so das Handy-Symbol und da oben sind, hier ist es so ein Symbol für die Kopfhörer. Das sind so zwei Striche so ein bisschen. So, wenn ich jetzt auf Handy klicke, dann sagt er halt hier, was ich im Handy spreche. Macht er dann halt als Text. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen. Ich werde mal die Helligkeit runterstellen, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser sehen. So. Und der übersetzt es dann halt in Englisch und das kommt dann auf die Kopfhörer an. Was ich da ein bisschen komisch finde, ist, im Berührungsmodus sind die lauter, als wenn ich sage, das Handy soll aufzeichnen und soll auf die ausgeben. Oder die können ja auch, wenn ich dann quatsche mit denen und auf Handy ausgeben, geht ja auch, aber da sind die komischerweise leiser. Frag mich nicht warum, ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir hier Aussprache, da können wir dann die Aussprache testen. Hallo. Hello. Wie geht es dir? How are you? Wie war dein Tag? How was your day? Was machst du heute noch? How are Was machst du heute noch? Was machst du heute noch? So fein. Wollen wir einen trinken gehen? Und hier übersetzt er halt, wo wir einsteigen und so. So, jetzt kann ich hier sagen, Hello. Hello. How are you? How are you? How are you? Habe ich das jetzt die Sprachen vertauscht? Please the language. So, jetzt habe ich das mal vertauscht. So. How are you? Post. How are you? Wie geht es dir? Fine. Bußgeld. Fire TV? Viere TV. Odin? Oder. Odin? Odin? Bestellung. Ja, da gibt es dann halt immer noch so ein paar Sachen. Habe es. So. Nee, bei Aussprache waren wir jetzt drin. Aber Chat, da können wir einen Chat mit jemandem, der halt auch so einen Übersetzer hat. Die können sich dann halt hier finden und dann kann ich meinen Übersetzer mit seinem Übersetzer koppeln und dann hat er seinen in den Ohren und ich habe meinen in den Ohren und wir können quatschen. Da habe ich jetzt leider keinen zweiten, um das zu testen. Aber es gibt ja diesen gesplitteten Modus, wo jeder einen davon hat, was ich im nächsten Video mit meiner Tochter testen werde. So, Messenger neu. So, dann haben wir hier. Ja, sollst du was in deiner Muttersprache wiederholen? Ja, und dann halt lernen. Hier kommt er dann mit Salat an und so. Hat mir schon mal die Lust auf Lernen verdorben. Kommen sie gleich mit Salat an. So. Und einfach wieder rein. M2 und bestimmt. So. Wo kriegen wir jetzt die Sprachen her? Ich bin jetzt nochmal zurück ins Hauptmenü und dann haben wir hier oben drei Striche. Wenn wir darauf gehen, dann haben wir Chat, Geschichte. Da sehen wir dann halt hier, was wir so übersetzt haben. Ne? Bei Chat ist halt wieder diese Chat-Funktion.
dass man halt schnell darauf zugreifen kann. Wenn, ich denke mal, in Asien werden viele sowas haben oder so, dass man da schnell drauf zugreifen kann, haben sie das halt überall gepackt. So, dann kann man hier noch einen Text schreiben. Über mich. Über, da sind jetzt hier Datenschutz und hast du nicht gesehen, Kontakt, da kann man Kontakt zur Firma herstellen. Und mich. So, bei mich haben wir hier Einlösung Fischkarte. Da können wir die Fischkarte einlösen. Das sieht dann so aus. Haben wir dann oben im Feld, wo wir die dann eintragen müssen. Coupon. Und ich habe nämlich aus Versehen, ich habe 30 Fischkarten. Und hier können wir dann aufladen. 5 Fischdings kosten 10,99 €. 10 Fischdings 20,99 € und 15 Fischdings 30,99 €. Ja, da spart man halt ein paar Euro, wenn man halt mehr nimmt, aber ich denke mal so, braucht man das nicht, das läuft doch irgendwann ab. So, und jetzt im zweiten Punkt haben wir dann Offline-Sprachpaket für M2. Im dritten Punkt, also oben haben wir halt, warte mal, ich gehe nochmal zurück, hier, Timeclass-Geschäft, ja. Hier müssen wir rauf, das ist der zweite Punkt. Und da haben wir alle vier Geräte drin. Da müsst ihr aufpassen. Ihr habt ja das M2. Mir ist es auch passiert. Ich habe hier Englisch geholt. Hier UK-US, Deutsch, also praktisch Englisch ins Deutsche übersetzen. Und ich habe es aus Versehen, weil ich mich vertippt habe. Hier für Zero habe ich es automatisch wohl mit drin. Könnte ich jetzt hier runterladen. Oder habe es hier runterladen, wenn es grau ist. Und habe es immer hier für WT2. Ja. Da sind nochmal 5 Punkte weggegangen, aus Versehen. Die ich vielleicht dann halt nutzen könnte, halt um hier, was weiß ich, Chinesisch-Deutsch mir zu holen oder so. Oder hier Englisch, Japanisch. Also man ist ja nicht auf Deutsch festgelegt, aber das Einzige, was jetzt noch ist, ist Chinesisch-Deutsch. Aber es muss halt auch noch mehr geben, muss ja auch Russisch-Deutsch geben und so was alles. Aber der hat ja auch viele Sprachen schon eingebaut. Aber halt, so das einige kosten halt dann diese Fischpunkte. So. So, an sich ist das richtig cool aufgebaut. Es funktioniert auch alles so, wie es funktionieren soll. Auch hier, zack, sind sie drinnen. Haben dann kurz rot geleuchtet oder leuchten rot jetzt gerade. Sieht man es? Ich hoffe. Ja, das Laden, zack, mal zumachen. Dann sind sie weg. Aus der App raus, fertig. Bumm. Also alles eigentlich in, ja, wunderbar. Läuft flüssig, läuft gut. Kann mich nicht beschweren, also mit den Fischkarten ist mir neu. Ja, jetzt versuche ich da halt noch ein bisschen Geld zu machen. Ist auch, ja, dafür sind die Dinger jetzt halt etwas billiger geworden im Gegensatz zu damals. Wir werden es jetzt gleich nochmal mit meiner Tochter im nächsten Video testen. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Aber so, was ich jetzt getestet habe, war das ganz gut. Ja, also wir. Ich muss noch mal kurz was testen mit euch. Weil mir ist gerade was eingefallen. So. Wenn ich jetzt hier auf Berührung gehe und hier habe ich jetzt, hier habe ich dann verschiedene ich habe praktisch Englisch, USA und UK habe ich dazu gekauft. So, wenn ich jetzt hier auf Englisch klicke, ja. Wir haben und aber hier auch noch Russisch, Albanisch, Thailändisch, Slowenisch, Slowenisch, Türkisch, Kroatisch, Isländisch. Also ich habe verschiedene Sachen. Wir nehmen mal einfach Portugiesisch. Portugiesisch, Portugal. Und dann würde der halt in Portugiesisch umwechseln. Das bräuchten wir jetzt nicht extra kaufen.
Englisch. Ach so, der hat hier bei Englisch dann halt auch noch mehr drin. Er hat auch noch Irland drin und Island und was weiß ich alles hier noch. UK, Irland, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Indien, Philippinen, Südafrika, Kenia, Tansania, Nigeria, Ghana und Singapur. Und bei Chinesisch hat man dann halt auch vereinfachtes, traditionelles oder kantonesisches. Also man ist eigentlich für alles gewappnet. So, das soll es jetzt aber wirklich zum Hardware-Video gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir werden das gleich im Live-Test testen mit meiner Tochter. Ich bin mal gespannt. Und dann will ich mich jetzt erstmal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.